Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lord Langster und begrüße euch zu einem etwas anderen Video von mir. So als kleines Osterspezial, auch wenn das Ganze jetzt eher spontan entstanden ist, als ich mir ja quasi vor Langeweile mal wieder neue Playlists erstellt habe. Und hierbei geht es jetzt um Spiele-Soundtracks und Spiele, die einen ganz besonderen Stellenwert in meiner Spielelaufbahn haben. Und das Ganze wollte ich eben mal mit euch teilen. Dabei geht es jetzt nicht nur um die Musik allein, sondern um das Gesamtpaket, die Spiele, die dahinter stecken, welchen Stellenwert sie für mich haben und dass sie ganz, ganz große Emotionen in mir ausgelöst haben. Ja, außerdem sollte man das jetzt nicht als Top 10 oder so verstehen. Ich habe das Ganze einfach nur mal chronologisch aufgebaut. Wir wandern quasi von der Neuzeit zurück in die Vergangenheit und von der Neuzeit, von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit und ja, und wollte euch das Ganze eben mal zeigen. Ich hätte mir vielleicht ein Skript schreiben sollen, damit ich hier ein bisschen besser quatschen kann, aber naja, nun ist es egal. Ich will jetzt auch keine Diskussion anregen, was jetzt das beste Thema oder das beste Spiel allgemein war. Darum soll es nicht gehen, sondern eigentlich wirklich nur um den emotionalen Hintergrund, ne? Mir geht es einfach um die Erinnerungen, die diese Lieder und Spiele wecken. Die Gefühle beim Game, die ganz großen Momente meiner ja mittlerweile 20-jährigen Spielerfahrung. Ich bin mir da auch bewusst, dass ich so einiges vergessen haben könnte und so einiges nicht mit drinnen ist. Ärgert euch da nicht und flamet mich nicht. Man kann eben nicht alles reinnehmen und allgemein ist dieses Thema ja sowieso sehr, sehr subjektiv. Zum Beispiel ist jetzt Halo nicht mit drin. Warum? Halo hat ja eigentlich ein fantastisches Thema, einen fantastischen Soundtrack, aber ich habe es halt selber nie gespielt und deswegen findet es auch keinen Platz jetzt hier in meiner Liste. Ne? Ja, ich würde mal sagen, genug gebabbelt, wir kommen dann einfach mal zum ersten Lied aus dem Jahre 2012. Assassin's Creed 3. Wohl die diskussionswürdigste Position hier in meiner Liste, weil dieses Spiel ja doch sehr, sehr jung ist und eigentlich auch den geringsten Emotionsfaktor oder Gänsehautfaktor hat. Trotzdem höre ich dieses Thema immer wieder gern, weil es einfach großartig ist. Ja? Es reißt mich mit und lässt mich an die tolle Zeit der amerikanischen Revolution denken, in die mich dieses Spiel so großartig inszeniert versetzt. Die Thematik des dritten Teils hat mich halt am meisten interessiert, weshalb ich da wohl die meisten Synapsenverbindungen in meinem Kopf habe. Ne? Ich weiß, dass wahre Fans der Serie den dritten Teil teilweise für den schwächsten halten. Geht mir halt nicht so und deswegen hören wir jetzt mal hier rein in das Assassin's Creed 3 Thema. Viel Spaß! Thank you.
So, und weiter geht's ins Jahr 2011, Dark Souls. Ja, ich hab's recht spät gespielt, was an der später erschienenen PC-Version lag, aber trotzdem ein fantastisches Spiel, in dem viel Herzblut und Hingabe meinerseits steckt. Jeder, der es gespielt hat, kann es nachvollziehen. Diese düstere, sehr erwachsene Story und Atmosphäre, die ständig präsente Gefahr des Todes bei jedem Schritt im Spiel, die herausragenden Bosskämpfe und die fantastische, atmosphärische Spielwelt. Einfach unglaublich. Ihr seht, ich kann das Game nur loben, trotz seiner Ecken und Kanten, die es durchaus hat. Aber gut, hier nun das Menü-Thema, welches Balsam für die Seele war, wenn man den Pad mal wieder weggeschmissen hat und den armen Monitor angeschrien hat, der ja eigentlich gar nichts dafür konnte. Ja, wie gesagt, dieses Lied war Balsam für die Seele. Viel Spaß beim Hören.
So, weiter geht es 2010 mit StarCraft Wings of Liberty. Ja, das ist schon der zweite Teil der Serie und ja, muss man dazu sagen, ich bin ein großer Fanboy von StarCraft 1. Ich habe dieses Spiel geliebt in meinen jugendlichen Jahren. Es war einfach ein perfektes Gameplay, sehr gute Spielmechaniken und eine fantastische Story zwischen drei Fraktionen komplett unterschiedlicher Wurzeln. Ich habe mich hier für das Thema aus dem zweiten Teil entschieden, weil es einfach ja ein atemberaubender Gänsehautmoment war, dieses Thema nach so langer Zeit wieder zu hören und so kraftvoll in den Ohren klingen zu lassen. Gerade der Anfang, also wirklich Gänsehaut. Da spielt halt viel Nostalgie mit und trotzdem ist es halt sehr, sehr gut mit Emotionen verbunden, zumindest für mich. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, ne? Und oh mein Gott, Kerrigan, warum? Thank you.
So, und weiter geht's ins Jahr 2007, der Beginn der Mass Effect-Serie. Ja, Mass Effect, großartige Spiele. Warum? Weil sie mir wirklich das Gefühl gegeben haben, in einer anderen Welt zu sein. Das Spiel war gerade in den ersten Teilen wirklich so tiefgehend, in so vielen Belangen. Alles war durchdacht und man konnte Stunden damit verbringen, Hintergrundinfos aufzusaugen über Technologie, zur Geschichte allgemein, zur Geschichte der vielen Alien-Völker, die man dort trifft. Man lernt unheimlich viele Freunde kennen, unheimlich viele Charaktere, erlebt ein episches Szenario, welches sich immer noch weiter steigert. Und ja, fantastisch. Ich muss zugeben, jetzt kommt es natürlich wieder. Ich habe den dritten Teil noch gar nicht abgeschlossen, kenne also das wahre Ende noch gar nicht. Aber allein Teil 1 und 2 sind es durchaus wert, dieses ja wirklich epische Thema nochmal mit einzuspielen. Also auch hier wieder Gänsehautfaktor en masse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, weiter geht's mit dem Jahre 2004, Silent Hill, The Room, der vierte Teil der Serie. Was soll ich sagen? Ne? Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein absoluter Fanboy von dem Spiel bin. Weil auch hier gibt's so viel zu entdecken. Ja? Es gibt kein Spiel, was mich dann auch nach dem Spielen so sehr beschäftigt hat wie The Room. Die Geschichte um den Massenmörder Walter Sullivan, der mit Hilfe Valtils Kräfte Unsterblichkeit erlangen will, um seine verstorbene Mutter wiederzubeleben. Das Besondere an der Geschichte ist der Sinn aller Details, von dem Monster-Design über das Level-Design bis hin zu den Charakteren, die Opfer seines Rituals. Alles hat seinen Sinn in diesem Spiel und man kann einen Hintergrund erfahren im Internet darüber und das macht das Spiel einfach ja so perfekt in meinen Augen, wenn man jetzt mal vom technischen Standpunkt absieht, oder? Ja, eigentlich, meine Güte, eigentlich ein fantastisches Spiel, extremer, wirklich extremer Gänsehautfaktor für mich, wenn ich dieses Lied höre, was jetzt kommt. Viel Spaß beim Hören. Wahrscheinlich sperrt mich YouTube jetzt wegen diesem Lied, ne? Schauen wir mal. Thank you.
Thank you.
So, noch immer im Jahre 2004 kommen wir jetzt zu Half-Life 2. Eigentlich stellvertretend für die gesamte Serie, hier jetzt aber wie gesagt vertreten mit dem zweiten Teil aus dem Jahre 2004. Weckt das folgende Lied eigentlich unheimlich tolle Erinnerungen an eine unheimlich epische Reise in einen der besten Ego-Shooter, die es bis dahin gab und eigentlich auch die es bis heute noch gibt, muss man einfach so sagen. Dagegen wirken heute moderne Ego-Shooter ja eher lame, als würde man immer durch das gleiche Level ziehen, mit immer den gleichen Waffen gegen immer die gleichen Gegner. Genau das habt ihr in Half-Life 2 eben nicht. Ne? Es ist einfach unheimlich viel Abwechslung, viele unterschiedliche Waffen. Es gibt Horrorbereiche, es gibt Knobelbereiche, es gibt Actionbereiche, es gibt Jump-and-Run-Bereiche. Es bietet einfach unglaublich viel Abwechslung. Toller, toller Shooter, den man eigentlich auch mal gespielt haben muss, wenn man von sich behaupten möchte, so die ganz großen Dinger der Spielgeschichte gespielt zu haben. Ja, hier kommt jetzt eben das, ich glaube, das war eines der Endlieder. Ich weiß gar nicht, wo es genau vorkommt. Es ist auf jeden Fall nicht das richtige Theme, glaube ich. Nichtsdestotrotz bietet der Soundtrack halt jetzt kein so tolles Lied, was man hier so mit einbringen könnte. Deswegen habe ich mich für Folgendes entschieden. Hört einfach mal rein in A Path of Borealis von Half-Life 2. Ich wünsche euch viel Spaß.
So, jetzt geht's zurück ins Jahr 2001. Schon wieder ein Silent Hill Spiel, aber ich bin halt ein großer Silent Hill Fan, deswegen darf hier natürlich Silent Hill 2 nicht fehlen. Ja, neben dem vierten Teil ist das wohl der beste Teil der Serie, ganz, ganz klar. Die tragische Geschichte um James Sunderland und seiner todkranken Frau. Bis dahin habe ich damals eigentlich nie eine schockierende Geschichte in einem Videospiel erlebt und das war halt dieser krasse Impact, den ich da eben hatte und warum ich so viel Emotion wieder bekomme, wenn ich das folgende Lied höre. Es hat mich schlicht umgehauen, wenn man endlich das Ende oder eines der vielen Enden gesehen hat. Und ja, dieses fantastische Spiel müsste eigentlich auch jeder mal gespielt haben, der meint, eines der ganz, ganz großen Titel in der Spielgeschichte gesehen zu haben. Ne? Also auch hier haben wir wieder extrem hohen Gänsehautfaktor. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Lied, wofür mich YouTube jetzt wahrscheinlich wirklich sperrt. So, 1997 oder bei mir 1998 für die PC-Version kommen wir jetzt zu einem weiteren Meilenstein der Spielgeschichte Final Fantasy VII. Tja, was soll man sagen, ne? Aus Sicht der 80er und 90er Kinder das wohl epischste Rollenspiel, was es jemals gab. Und ich finde, es gab bisher sonst auch kein
besseres Rollenspiel, zumindest was den Spielumfang angeht. Ne? Klar hat es mittlerweile technische Schwächen, das kann ich mir ganz mithalten, aber inhaltlich ist es wirklich das Beste und ich glaube, rollenspielmäßig habe ich da auch nie was Besseres erlebt wie in diesem Spiel. Wahrscheinlich ist das Spiel, in dem ich die längste Zeit ever verbracht habe. Also wirklich die längste Spielzeit, die ich jemals in einem Spiel verbracht habe. Ich wiederhole mich andauernd, aber egal. Und das Spiel drückt mir heute noch Tränen in die Augen, wenn ich einen gewissen Soundtrack höre. Kenner des Spiels wissen sicherlich, worauf man da anspielt. Ich habe mich hier erstmal für das klassische Thema von Cloud entschieden. Aber, und das ist ein kleiner Spoiler für die Nostalgiker, es gibt noch ein ganz besonderes Thema. Also dieses Spiel wird zweimal auftauchen, quasi als Bonusplatz nochmal, weil es eben emotional so überwältigend ist. Aber dazu kommen wir später mehr. Oder dazu kommen wir später. Was babbel ich denn hier heute die ganze Zeit? Bitte verzeiht mir, ich bin einfach ein bisschen aufgeregt und ich habe das Lied gerade gehört und bin auch ein bisschen aufgewühlt und ja, Gefühle, Emotionen, ne? Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem nächsten grandiosen Klassiker. Clouds Thema Final Fantasy VII, Gänsehautfaktor ganz, ganz, ganz weit oben. Hört rein, viel Spaß. Thank you.
immer noch im Jahre 1997 kommen wir jetzt zu Tomb Raider 2, zur guten Frau Croft, die wohl berühmteste Spieleheldin, die es auf diesem Erdball gibt. Ich glaube, wenn überhaupt, kann es nur noch ein Herr Mario mit dem Bekanntheitsgrad aufnehmen. Naja, okay, der ist wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter wie die Frau Croft, aber ja, ein Urgestein der Spielgeschichte, kann man mittlerweile sagen. Ich habe mich hier für den zweiten Teil entschieden, weil auch dort war einfach der größte Impact auf mich. Der zweite Teil war grandios. Ich habe alle Teile gespielt, vom ersten bis zum neuesten, den es gibt. Und ja, so ein Spielerlebnis, glaube ich, wie in den ersten beiden Teilen, vielleicht den dritten noch, hatte man nachher eigentlich nie wieder. Und gerade im zweiten Teil, der so sachte anfängt an der chinesischen Mauer über Venedig, dann, ja, wo kommt man dann hin? Ja, da muss man irgendwie zu diesem Bösewichter ins Versteck, dann kommt man irgendwann ins Gebirge, Himalaya, dann kommt man zu so einem Kloster. Also man hatte immer mehr das Gefühl, man kommt immer tiefer rein in die Story und kommt zu immer noch abgelegeneren Plätzen. Irgendwann war man in irgendeinem Tempel drin, der irgendwo im Himalaya ganz oben im Gebirge versteckt war, wo wirklich keine Hilfe mehr zu erwarten war. Und dort stand dann das Finale statt. Und ja, wahrscheinlich kann man es jetzt nicht mehr so rüberbringen, wie geil das Spiel eigentlich damals war und wie toll eigentlich auch das Thema von diesem Spiel ist. Das werden wir uns jetzt gleich anhören. Ich werde hier wieder in Nostalgie schwelgen und erneut Gänsehaut verspüren. Ich glaube, dieses Spiel muss man jetzt nicht unbedingt nachgeholt haben, aber wer durchaus ein Fan der Serie von Lara Croft ist, der kann sich das ruhig mal angucken, ne? Auch wenn es auch technisch ja schon deutlich überholt ist, hat es spielerisch doch noch einiges zu bieten, finde ich, denke ich. Aber gut geredet, jetzt hören wir mal rein in das Thema von Frau Croft Tomb Raider 2. So, 1994 angekommen, darf natürlich Donkey Kong Country nicht fehlen. Der Beginn einer Saga, kann man sozusagen sagen. Und
Ja, leider gibt es zu diesem Spiel nicht so viel schönes Bildmaterial, deswegen kann ich euch da jetzt keine so tollen Bilder zeigen. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe das Ganze nämlich mit meinem Kumpel Verity auf seinem Kanal Let's Played in einem Together. Und wen das Ganze interessiert, der kann dort gerne mal reinschauen oder aber auch selber spielen. Ja, Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo, das muss einfach honoriert werden, ne? Ein Spiel mit so ziemlich dem hochwertigsten Soundtrack, den es bis dato gab und der heute noch richtig, richtig geil zu hören ist. Einfach super geile Klänge, die die da aus dem Super Nintendo rausgeholt haben. Und ja, deswegen darf das Ganze hier nicht fehlen. Generell war das Spiel ja ein Meilenstein auf dem Super Nintendo, auch was Grafik anging, was die Spielmechanik angeht. Das war einfach super genial, dieses Spiel, ne? Also, ach so, und ich spiele jetzt aber wieder mal, habt ihr ja gemerkt, da sind ja teilweise Remixe mit dabei. Auch hier spiele ich einen etwas modernisierten Remix ein von dem Hauptthema, was aber der Qualität keinen Abbruch tut, denn es hört sich fantastisch an und ist auch noch ziemlich original geblieben, nur eben ja, mit toller, besserer Qualität, ne? Und genug gebabbelt, hört einfach rein. Viel Spaß. So, und immer noch 1994 kommen wir jetzt erstmal zum vorerst letzten Soundtrack, der unheimlich viel Emotionen in mir auslöst. Und zwar Super Metroid auf dem Super Nintendo schon wieder. Was für ein Spiel. Für mich das Spiel schlechthin auf dem Super Nintendo. Natürlich ist das schwer zu sagen, weil das Super Nintendo über eine gesamte Ära hinweg ja eigentlich extrem gut und extrem viele Titel hervorgebracht hat. Die Mana-Spiele, die Legend-Spiele, die Donkey Kong-Reihe, die ganzen Beat'em'ups, selbst Sportspiele wie International Superstar Soccer waren alle genial. Ja, aber Super Metroid war für mich einfach so das Größte und Beste, was es dort gab auf dieser Konsole. Mögen jetzt einige widersprechen, weil sie ja Zelda auch ganz, ganz toll finden. Aber für mich war es Super Metroid, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Ja, das Spiel wirkte einfach so erwachsen und so anders auf mich, ne? Es bot so einen Vorläufer einer Open World und
Auch das Spieldesign, also wie gesagt, man konnte diese ganze Welt eigentlich schon betreten. Man wurde eigentlich immer nur dadurch gehindert, dass man bestimmte Ausrüstungsgegenstände von seinem Anzug noch nicht hatte. Hat man die aber gefunden, kam man dann in einem Bereich weiter, wo man vorher schon war, aber eben nicht weiterkam. Oh, ihr merkt schon, ich könnte da jetzt auch schon wieder ewig lang drüber reden und mich überschlagen und ja, so viel sagen, dass ihr das eigentlich gar nicht mehr versteht, ne? Also, ihr merkt schon, das gehört auch in die Liste meiner 11 größten Spiele, Soundtracks, die größten Emotionen in mir auslösen. Ich weiß, es sind 11 und ich wollte eigentlich 10 machen, aber es sind 11, scheiß drauf. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß nochmal, auch bei dem geremixten Theme von Super Metroid. Ja, viel Spaß. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Thank you.
So, das war sie also, die Liste der Soundtracks, die mir emotional am nächsten gehen und die ich auch im Moment so mit am liebsten höre. Denkt immer daran, diese Lieder stehen immer für ein gesamtes Spiel, für das gesamte Paket, der Soundtrack, das Spiel und alles drum und dran. Es ist halt einfach so, dass die Main-Themes oft halt die markantesten Lieder dieser Spiele sind und deswegen habe ich diese auch genutzt. Diese rufen halt erstmal die größten Erinnerungen an das Gesamtpaket in mir auf, ne? Ihr bekommt jetzt noch einen Bonustitel, der steht eigentlich außer Konkurrenz. Das Spiel war in der Liste schon vorhanden. Die meisten wissen wahrscheinlich, was jetzt kommt. Zumindest wieder diese 90er und 80er Kinder, die dieses gewisse Spiel gespielt haben. Es darf einfach nicht fehlen. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ich das höre. Achtung, könnte ein Spoiler sein, wobei das ganze Video schon ein Spoiler war. Aber ich erwähne es jetzt nochmal, denn das ist ein ziemlich harter Spoiler für ein gewisses Spiel, was jetzt kommt. Es geht nochmal um Final Fantasy VII. Hört es euch an, es ist ein wunderschönes Lied, ein sehr trauriges Lied und ja, mehr sage ich nicht dazu. Ihr wisst ja eh, was mit dieser jungen Dame leider passiert ist, nachdem man sie ein halbes Spiel lang mit umgeschleppt hat und sie aufgepäppelt hat und sie lieb gewonnen hat und. Naja, gut. Hört es euch an, das Aerith Sam jetzt noch als Bonustrack. Ich verabscheue mich schon mal. Bye bye, euer Längster.